Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo mit dem AK. Yo, hi. Und dem Sneaky natürlich. Ja. Und zwar zu unserem Kanal Gameplay PTs. Ich hatte ja schon ein Infovideo rausgebracht zum, in Anführungszeichen, Weihnachtsloch. Diesen Titel findet Sneaky immer so amüsant. Ja, das klingt auf doch jeden wie ein Fall. Pornotitel, das Weihnachtsloch. Darauf wollte ich aber nicht hinaus, auf jeden Fall. Wir wollen jetzt zu weiteren Entwicklungen sagen. Ich schaff's vermutlich heute noch ein bisschen aufzunehmen. Und deshalb, es hat sich jemand mal gewünscht, dass ich vielleicht mal entweder ein Let's Play oder sowas von DayZ Standalone mache. Gesagt, getan, ich habe mir es geholt und ich werde jetzt mal 2, 3 Let's Show-Folgen rausbringen. Du meinst Let's Test. Let's Test oder Let's Show oder Let's Show ist wie ja man es nennen will. Ihr werdet sehen, wie es genannt wird. Auf jeden Fall zu DayZ Standalone bringe ich die dann raus. Und Standalone. Das werden jetzt... Du fängst dir gleich eine. Ich bin 300 Meter von dir weg. Dann zu diesem, zu DayZ wird es eben jetzt dann über die Weihnachtszeit 3, 4 Folgen rauskommen. Und ja, was für Sachen gibt es denn noch, die vielleicht rauskommen? Ja, und zwar Sims. Natürlich nehme ich Sims auf, und zwar jetzt gleich. Ich hätte es natürlich schon sofort aufgenommen, aber AK wollte dir natürlich unbedingt das Infovideo. Ja, ich halte euch halt gerne auf dem Laufenden. Ja, ja. Mit dem Weihnachtsloch und so. Und, also, dieses Video kommt genau an dem Tag raus, wo Sims-Folgen wiederkommen, oder es kommt, es sollte heute schon noch rauskommen. Ja, ich meine, oder die Sims-Folgen kommen einen Tag später raus. Waren mal wieder beim Weihnachtssale zugeschlagen. Ja, und haben uns, okay, ich habe das, muss ich ja sagen, ich habe das einen Tag vor dem Weihnachtssale gekauft, da hat es 3 Euro mehr gekostet. Haha. Ja, ist mir egal, aber wir haben uns Game Dev Tycoon gekauft. Ja. Es sieht zwar am Anfang irgendwie etwas, es sieht ultra langweilig aus und du denkst dir, so Strategie Scheiße, da Indie Game 9 ja, Euro leck Sneaky mich am Arsch. Ja, sowas auch nicht, das ist toll dran. Geiler als es aussieht, ist einfach richtig geil. Ja, Sneaky kann es ja einfach auch sowas nicht, gell? Und auf jeden Fall da haben wir uns jetzt überlegt oder sind noch am überlegen, ob wir vielleicht davon ein kleines Let's Play machen, dass teilweise ich ein bisschen was spiele. Aber natürlich kommt erst noch Portal 2, Koop, es kommt noch Lost Island bis Silvester, es kommt The Sims 3, es wird auch noch nächstes Jahr Alan Wake American Nightmare kommen, habe ich gehört. Ja, vielleicht irgendwann so, ja. Und es wird auch noch vielleicht ein paar andere Sachen, die ich und Sir Craddox uns gekauft haben, werden vielleicht auch noch 1, 2 Spiele kommen, die ich jetzt aber noch nicht nennen werde, weil es eben noch ungewiss ist, ob die kommen. Aber ich schätze mal schon, weil und wir haben teilweise in Ferien halt etwas mehr Zeit und da machen wir und dann. Und ich glaube, es reicht jetzt auch mal mit dem Infovideo, weil sonst muss ich wieder ewig Sachen hochladen und ihr wollt ja Sims sehen. Ja, und also Sneaky muss es ja noch rendern. Und sonst, schöne Weihnachten, sage ich jetzt in jedem Video. Auf Wiedersehen. Schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr, wenn wir uns davor nicht mehr sehen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Auf Wiederhören.